Wie so viele Kultureinrichtungen in Europa sind auch die ungarischen Theater wegen der Corona-Pandemie für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Proben, wie hier am Budapester Soltán-Latinowitz-Theater, gehen jedoch weiter. Immer mehr Theater bieten ihre Vorstellungen online an, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Die Möglichkeit, dass wir in Zusammenarbeit mit der Plattform Theater TV einen Teil unseres Repertoires aufnehmen und online senden können, bedeutet für uns den Unterschied zwischen Leben und Tod. Während gut betuchte Budapester Theater in Kameras und technische Ausrüstung investiert haben, nutzen die weniger bemittelten Bühnen das Angebot neuer Online-Dienstleister, die ihre Stücke aufzeichnen, streamen und den Ticketverkauf übernehmen. Im vergangenen Sommer bin ich von einem Theater zum nächsten getingelt, um unsere Dienste vorzustellen. Vielerorts wurde ich abgewiesen. Man sagte mir, es sei unmöglich, die Theatererfahrung online zu vermitteln. Inzwischen ist es genau andersherum. Die Theater wenden sich an uns. Dabei erweist sich Theater online mitunter sogar erfolgreicher als auf der Bühne. Zehntausende verfolgten die Ausstrahlung einer beliebten Musikkomödie. Der Erfolg hat sich gewissermaßen verselbstständigt, sagte Leiter der gemeinnützigen Plattform eStream. Mit einem Online-Stream ist es möglich, die übliche Zuschauerzahl weit zu überschreiten und bei einigen Aufführungen geschieht das regelmäßig. Aber man möchte die Zuschauer für die Zeit nach der Corona-Krise bei der Stange halten. Deswegen wollen manche Theater bewusst die Zahl der Online-Zuschauer einschränken. Offenbar spricht das Online-Angebot aber auch eine Zuschauergruppe an, die vorher nicht persönlich ins Theater gekommen wäre, aber bereit ist dafür zu zahlen, dass das Theater zu ihnen nach Hause kommt. Alles begann als technische Notlösung, um die Theater während der Pandemie am Laufen zu halten. Der große Erfolg lässt vermuten, dass Theateraufführungen online auch in Zukunft nach der Corona-Krise erhalten bleiben. Az élő online színházi közvetítés velünk maradhat a koronavírus járvány után is. Tanács Gábor, Euronews, Budapest.